dass hintenrum Terrorbanden wie Al-Qaida, Taliban, Hamas und Muslimbrüder unterstützt. Mit diesem Geld soll ein europäisches Islamzentrum finanziert werden. Direkt mitten unter Ihnen, nähe Stachus, Herzog-Wilhelm-Straße, eine Querstraße vom Stachus entfernt. Und das darf niemals passieren in München. Wir müssen aufstehen, wir müssen uns wehren, wir müssen Zivilcourage zeigen, wir müssen zeigen, dass die Münchner Bevölkerung das nicht mit sich machen lässt. Wir wollen nicht, dass der Geist von Al-Qaida und von Taliban und von Hamas und weiteren islamischen Terrorbanden hier in München Einzug hält. Und wir wollen nicht, dass ein Imam, der jahrelang im Verfassungsschutzbericht drin stand und auf den das Verfassungsschutzauge immer noch sehr aufmerksam wacht, weil er Kontakte hat zu Extremisten, zu Verfassungsfeinden und zu gefährlichen muslimischen Vereinigungen wie Militärisch und Muslimbrüder. Deswegen kommen Sie zu uns, unterschreiben Sie. Sie brauchen keine Angst zu haben. Hier ist die Polizei. Sie schützt uns vor aggressiven Linksextremisten und von aggressiven Muslimen, die hier nicht wollen, dass wir diese Kundgebung durchführen. Warum? Weil im Islam keine Meinungsfreiheit erlaubt ist, weil der Islam nicht kritisiert werden darf, weil der Islam eine intolerante, aggressive Ideologie ist. Das sieht man an allen 57 islamischen Ländern, an jedem Einzelnen. Und man sieht es auch mittlerweile schon an den Muslimen, die bei uns leben. Ein Beispiel hier, schwarze Dschihad-Flagge. Sie wissen, was los ist, liebe Münchnerinnen und Münchner. Und eine Umfrage unter jungen türkischen Mitbürgern hat ergeben, dass zwei Drittel es wollen, dass die Salafisten hier ihre Ziele durchsetzen, das heißt einen islamischen Gottesstaat errichten und die Scharia einführen. Und sie sind auch einverstanden, dass möglichst bald Muslime die Mehrheit haben in Deutschland. Das bedeutet, genau wie es Thilo Sarrazin in seinem Buch Deutschland schafft sich ab beschrieben hat, Deutschland wird aufgrund der demografischen Entwicklung in wenigen Jahrzehnten muslimische Mehrheiten haben. Und das bedeutet, liebe Münchnerinnen und Münchner, dass hier der Islam Stück für Stück, scheibchenweise an die Macht kommt. Und das wollen wir nicht in Deutschland. Wir haben das Recht, unsere Kultur, unsere Freiheit, unsere Demokratie, all das, was unsere Eltern und Großeltern aufgebaut haben hier, zu verteidigen. Die Gleichheit von Mann und Frau, die Toleranz, die Meinungsfreiheit. All das tritt der Islam mit Füßen. All das tritt der Islam mit Füßen. Und wenn Sie jetzt sagen, sagen Sie nicht nochmal Arschloch zu mir. Das ist die Tatsache. Liebe Münchnerinnen und Münchner, jetzt sehen Sie einen kleinen Vorgeschmack, was in Deutschland los ist, wenn Muslime einmal in Mehrheitsverhältnissen sind. Dann wird Terror sein wie in allen 57 islamischen Ländern. Glauben Sie uns, wir sind hier, um die Demokratie zu verteidigen. Wir sind von der Bürgerrechtspartei Die Freiheit und wir werden hier von Moslems schon aggressiv angegangen. Wir mussten uns schon anhören in der Münchner Fußgängerzone, dass wenn sie an der Macht sind, dann werden die Scheißchristen alle aufgehängt. Das haben wir hier in der Fußgängerzone von Moslems entgegengeschrien bekommen. Und uns wurde entgegengeschrien, wir scheißen auf euer Grundgesetz, wir spucken drauf. Das ist die Einstellung von Moslems, die mitten unter uns leben. Und wir von der Bürgerrechtspartei Die Freiheit, wir möchten Sie informieren, dass direkt am Stachus ein europäisches Islamzentrum gebaut werden soll. Und zwar finanziert mit 30 Millionen Euro aus dem Emirat Katar.
Und dieses Emirat unterstützt hinter den Kulissen Terrorbanden wie Al-Qaida, wie die Taliban, wie die Muslimbrüder und wie die Hamas. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Und wenn ihr da blöd grinst, dann habt ihr die Gefahr noch nicht kapiert. Vielleicht werdet ihr irgendwann mal in die Luft gesprengt von einem muslimischen Selbstmordattentäter, dann grinst ihr nicht mehr so blöde. Dann grinst ihr nicht mehr so blöde. Also, wir stehen hier, weil wir Unterschriften sammeln. Und wir brauchen jede einzelne Unterschrift von Münchnerinnen und Münchnern. Wir brauchen insgesamt 30.000 Unterschriften und dann wird in München ein offizieller Bürgerentscheid ausgelöst. Dann können alle Münchnerinnen und Münchner sich frei, und das ist urdemokratisch, in einem Volksentscheid überlegen, wollen wir ein riesiges Islamzentrum in München oder wollen wir das nicht? Sie werden das Grundgesetz als erstes abschaffen, so geht es schon mal an. Genau. Sie berufen sich aufs Grundgesetz und wenn Sie mal dran sind, dann schaffen Sie es. Liebe Münchnerinnen und Münchner, kommen Sie zu uns und unterschreiben Sie unser Bürgerbegehren. Glauben Sie uns, wir werden Sie verteidigen vor diesen aggressiven Linksextremisten und vor den aggressiven Muslims, die alle unser Grundgesetz, unsere Freiheiten abschaffen wollen. Wir von der Bürgerrechtspartei Die Freiheit sind urdemokratisch. Wir wollen Demokratie nach Schweizer Vorbild einführen. Wir wollen Volksabstimmungen. Wir wollen Volksabstimmungen, genau wie die Schweizer, ein sehr kluges Volk, das Minarettverbot beschlossen haben. Die Schweizer waren schlau. Sie wussten, Minarette sind Eroberungssymbole des Islams. Wo ein Minarett im Boden reingerammt ist, heißt das, das ist islamischer Boden, das darf nie wieder jemand anders gehören als dem Islam. Und das haben sie verhindert, die Schweizer. Und wir haben sehr gute, enge Kontakte zur Schweizer Volkspartei. Diese Partei ist mittlerweile die stärkste Partei in der Schweiz. Und diese Partei macht es vor, wie der richtige Weg ist. Das Volk soll entscheiden. Und wir wollen, dass die Münchnerinnen und Münchner entscheiden, ob sie ein riesiges europäisches Islamzentrum haben wollen, das mit Millionen Euro finanziert wird, was aus einem arabischen Staat kommt, der hintenrum, man muss es immer wieder sagen, Al-Qaida unterstützt, Taliban, Hamas und Muslimbrüder. Und das muss verhindert werden. Und deswegen brauchen wir jetzt Zivilcourage. Es reicht nicht, liebe Münchnerinnen und Münchner, dass Sie jetzt vielleicht draußen vorbeigehen und sagen, gut, dass mal jemand die Wahrheit über den Islam sagt. Gut, dass jemand die Wahrheit sagt, aber Sie müssen eben zu uns kommen und Sie müssen unterschreiben. Wir brauchen Ihre Unterschriften. Wir müssen diesen Wahnsinn verhindern, der sich gerade hier vor uns aufgebaut hat. Der aggressive, intolerante Islam, der uns niederbrüllt, der es verhindern will, dass wir den Münchnerinnen und Münchnern die Fakten sagen. Und die Fakten sind eindeutig. Die Fakten sind so klar, dass jeder Mensch mit einigermaßen gesundem Menschenverstand, der nicht von einer aggressiven Ideologie das Hirn vernagelt hat, dass jeder erkennen muss, dass wir das nicht zulassen dürfen, dass eine Riesenmoschee am Stachus gebaut wird. Und wo sie an der Macht sind, töten sie Andersgläubige. Das ist ein Beispiel aus Pakistan. Das ist ein Beispiel aus Pakistan, das die ehemalige Muslimin Sabatina Jones auf ihrer Website im Internet gepostet hat. Zwei Christen werden lebendigen Leibes von einem muslimischen Mob verbrannt. Finden Sie das richtig? Soll das auch bei uns passieren? Ja, da lachen Sie angesichts von zwei verbrannten Christen und Sie schreien Allahu Akbar. Das ist genau dieses Kampfgeschrei, was auch der muslimische Terrorist Mohammed Merah in Toulouse geschrien hat. Er schrie Allahu Akbar.